Ja, Janot hat tatsächlich den Versuch unternommen, einen Katamaran mit einem Monohull irgendwie zu verbinden, sage ich jetzt mal. Wird man sich jetzt fragen, wie soll das passieren? Ich meine, entweder das ist ein Zweirümpfer oder das ist ein Einrümpfer. Ein Eineinhalbrümpfer gibt es ja logischerweise nicht. Nein, das ist natürlich auch nicht der Fall. Es ist kein Eineinhalbrümpfer. Aber man hat versucht, hier die Vorzüge eines Katamarans mit den Vorzügen eines Monohulls miteinander zu verschmelzen. Ja, und offen gesagt bin ich schon der Meinung, dass denen das ganz gut gelungen ist. Und zwar muss man sich vorstellen, das ist ein Monohull mit sage und schreibe Platz für 12 Personen. Tja, ihr habt richtig gehört, dieses Schiff hat tatsächlich 6 Kabinen und vor allem, es hat unglaublich viel Platz. Und wie die das gemacht haben, das zeige ich euch jetzt bei meinem Rundgang durch die neue Sunloft 47. So, jetzt mache ich nur noch meine Klamotten zurecht. Ja. Wir sind ja auf der Boot in Düsseldorf, Jahr 2020, und ich stehe vor einem Schiff, da wollte ich jetzt schon die ganze Woche drauf. Und die Anna von Navigare Yachting, ein enger Partner von uns, mit dem wir zusammenarbeiten weltweit, zeigt mir jetzt ein Schiff, was es so eigentlich noch gar nicht gegeben hat. Ne? Das ist eine Innovation jetzt auf dem Markt, ein sogenannter Monocat. Und deswegen denke ich, müssen wir einfach mal eine Runde drauf drehen. Also quasi ist, irgendwie eine Mischung zwischen Katamaran und Segeljacht. Genau. Sagt ja immer jeder, Komfort will ich, aber ich richtig, will auch segeln richtig, können. Richtig. Und dieses Schiff bietet das sozusagen in einem, ja. Und ich bin mega gespannt. Richtig. Ich laufe dir jetzt wir einfach, müssen mal, einfach mal reinschauen. Tippel dir hinterher und sie zeigt uns jetzt mal, was das Schiff so zu bieten hat. Weil das wird es auch in der Charter geben. Gibt es jetzt schon in der es Charter? Es gibt es nur im Charter, genau. Nur im deswegen. Charter. Also ganz exklusiv auch sind wir Partner und cool. Ja, Kroatien, Griechenland, in den britischen Jungferninseln kann man kann das Boot gechartert werden. 2020 richtig, chartern? Genau. Ja, ne? Ist jetzt genau schon im Charter. Dann schaut es euch mal an und falls es euch Spaß macht, kommt ihr zu uns, fragt genau. an, wo es das Schiff gibt. Aber vorher gucken wir uns erstmal an, was das Schiff zu bieten hat. Dann laufe ich dir mal hinterher, gehe mal vor. So. Wir hatten es ja gerade schon vor dem Komfort, wie man sieht. Unheimlich viel Platz. Das Boot hat Platz für 12 Personen. Wahnsinn. Ja, der Tisch ist runter klappbar zu einer Liegefläche. Beide Tische. So, ja. Es ist ja ein Wahnsinnsplatz hier. Ja. Sag mal, also, wie groß ist dieses Schiff jetzt? Eigentlich ist er doch 47 Fuß. 47 Fuß, Fuß, genau. Also nur in Anführungsstrichen. Nur, aber ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und dafür, für seine, sag ich mal, 47 Fuß hat es enorm viel Platz. Auch mit seinen 6 Doppelkabinen. Die werden wir uns gleich auch mal anschauen. Also Wahnsinn. Die 2 Kabinen, Stockbettkabinen, die man auch umfunktionieren kann zu Doppelbettkabinen. In Kroatien ist es sogar möglich, mit 13 Personen auch auf das Boot zu können. Also ich muss sagen, es war ja echt immer oft das Problem, du darfst mit so vielen Leuten aufs Schiff, aber du hast draußen keinen Platz. Richtig. Aber wenn ich mir das hier mal anschaue, da hat man ja hier auf der Steuerbordseite irgendwie einen riesigen Tisch. Das ist sogar mehr, als man normal man beim Monohull irgendwie hatte. Ne? Genau, man hat wirklich, man kann auch, sag ich mal, mit 4 Personen sogar hier sitzen, ja, also. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite, ich schwenke jetzt mal ganz genau. kurz rüber. So sieht es dann aus, wenn man den Tisch eben runterfährt. Und ach, du hättest teilweise, du hättest auch 2 Tische hier. Ja, ja, genau. Ach den so. Tisch fährt man wieder hoch und so hat man eben auf beiden Seiten die Möglichkeit zu sitzen und ja. Ach, ich verstehe. Dementsprechend entweder auch mehr Platz. Ich habe hier quasi, ja, genial. Also entweder ich kann eine Liegefläche haben oder ich richtig. Hab sowas. Und sag mal, wenn ich mich jetzt hier mal ganz kurz umdrehe, weil ich das gerade eben gesehen habe, habe ich hier sogar, ist es eine Davits, ne? Kann ich mein Dingy da quasi hochziehen? Ja, richtig. Ne? Und genau. Die Badeplattform ist auch da. Ja, brutal, dass das alles auf so eine 47 Fuß... Das Tolle ist auch, es spielt sich halt alles draußen ab. Aber natürlich ist auch die Möglichkeit, das ganze Ding zuzuziehen. Ne? Oh, jetzt bin ich hier nicht weiter. So. Also auch kein Problem bei schlechtem Wetter. Genau. Ey, das ist. Warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz hier hintergehen, weil. Das ist immer so ein. Ja, weil, es, wie gesagt, das Boot hat in dem Sinn keinen Salon. Und das Leben spielt sich eben hier draußen ab. Deswegen auch die Bordküche, die du gleich hinter dir findest. Aber, ja. Stark. Ja, Bordküche, ich folge dir. Ja. Zeig's mir. So, also hier kommen wir dann in die Küche, ja, also hier mit den 2 oder sozusagen 4
Kühlschränken, die man aber auch als Gefrierschränke verwenden kann. Natürlich jetzt nicht in die hohe Minuszahl rein, aber trotzdem unter Null. Stark. Und das alles halt draußen, ne? Ja, alles draußen. Man hat hier auch eine Grillplatte. Wow. Eben hier die Gasherdstelle. Wie man sieht hier, es ist offen. Man kann es aber auch natürlich zuziehen später. Ja. Also es ist eigentlich genau das perfekte Boot, um mittelmeermäßig hier. Richtig. Ah ja, und hier rechts hast du gleich deine Spüle, ne? Genau, hier ist die Spüle. Kannst du zumachen. Okay. Und jetzt habe ich hier schon gesehen, da geht es ja jetzt schon quasi hier runter. Genau, hier links und rechts sind die ersten beiden Doppelkabinen. Okay. Klein, aber fein. Was heißt klein, aber fein? Also ist schon viel Platz. Also möchtest du... Ja, gehe ich dir mal hinterher. Mal rein. Ach so, ja. So. So, gehen wir einfach mal rein. Ja, gut Platz, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich kann ja dann direkt aus der Kabine quasi raus, ne? Genau. Komme ich da eigentlich sofort raus? Hinter mir ist schon die Nasszelle. Ja. Dann gehen wir mal zu den anderen Kabinen. So. Also auch hier auf beiden Seiten die zwei Doppelkabinen. Ah, okay. Richtig. Und du hast dann auch jeweils nochmal eine Nasszelle auch. Genau, hier? Auch. Richtig. Ist jetzt nicht in der Kabine natürlich, aber. So. Und hier habe ich nochmal die Doppelkabine. Da hast du die Doppelkabine. Genauso auch auf der anderen Seite. Ne? Und auf der Seite genau die gleiche, symmetrisch, wie du sagst. Ja. Und jetzt was ich auch richtig super finde. Ja. Das ist diese sozusagen Stockbettenkabine. Okay. Aber die man umfunktionieren kann zu einer Doppelbettkabine. Da klappt man eben den oberen Teil nach oben. Ah, okay. Und den unteren. Die Matratze kommt nach runter, richtig. Und also genau. Und ja. Ach, das ist ja. Ich denke, das ist richtig cool, ja. Aber ich finde, das ist auch für eine Stockbettkabine. Also es ist jetzt sehr nicht so richtig. Wie eine herkömmliche Stockbettkabine. Genau, da hat man, ne? Man ist schon mehr Komfort. Auf jeden Kannst Fall. Kannst du dich mal da draufsetzen, dass ja, ich klar. mal die Größe sehe, kann, weil ich finde. Also. Ja, also das. Ich bin ja relativ groß, ne? Ich darf mich jetzt nicht hinlegen. Aber, nee, aber so ist doch cool, da aber sehe ich so genau. Hier unten, die ist breiter natürlich als sonst so die Stockbetten, die man so und du kennt. Du könntest quasi das untere nochmal verlängern, verbreitern. Genau, genau. Da kommt oben die Matratze weg, dann wird es hochgeklappt. Hier sind die Teile für das Doppelbett. Ja. Und ja, das geht ruckzuck. Klasse. Und das heißt, ich habe hier diese Doppelkabine, ich habe vorne die zwei Doppelkabinen, ich habe hinten die zwei. Eins, zwei, drei, du hast vier, sechs Doppelkabinen sechs, und du hast noch die Skipperkabine natürlich. Wo ist die Skipperkabine? Die ist vorne in der Spitze. Oh, die musst du mir noch zeigen. Ja. Da war ich sogar schon drin und habe auch schon drin gelegen. Echt? Ja. Also da vorne haben wir dann auch das Sonnendeck. Und unten drunter befindet sich die Skipperkabine mit Toilette. Cool. Ja. Mit Toilette auch noch. Sag mal, wie ist denn das so strommäßig? Ich denke mir immer, wenn da so viele Leute auf so einem Kahn sind, dann hast du ja doch so ein bisschen stromtechnisch jetzt. Also das Boot ist ausgestattet mit um die 20 USB-Anschlüssen. Also es ist eigentlich echt voll auf Charter, ne? Ja, genau, genau. Also da ist dann für jeden doppelt sozusagen einen Anschluss dabei. Stark. Ach so, was ich dir noch gar nicht erzählt habe. Erzähl. Als wir in der Küche waren. Da gehe ich noch mal hinterher, zeig mir es. No. Water from washing. No. No, because all the spaces are... Das ist ganz wichtig. In der Küche, also das Boot hat 1000 Liter. Ein 1000 Liter Wassertank, wovon 300 Liter Trinkwasser sein können, weil hier ein Wasserfilter eingebaut ist. Ein Wasserfilter? Also, richtig, also ein Trinkwasserfilter. Kann man mal hier auch zeigen? Ja, hier drin ist der Trinkwasserfilter. Und so kann man bis zu 300 Liter Trinkwasser bekommen. Das ist ja klasse. Das heißt, ich bunker mir 1000 Liter Wasser. Richtig, du hast 1000 Liter insgesamt und davon können 300 Liter Trinkwasser sein. Eben gerade durch heißt, diesen auch Wasserfilter. Umwelttechnisch ist das natürlich echt eine geniale Geschichte. Weil und man erspart sich die Schlepperei mit den ganzen
Wasserbehältern, die man dann umfüllen muss. Ja. Erstmal, ne? Also. Coole Geschichte. Ja. Wow. Hoppa. Du dann. Ja. Tausend Dank. Gerne. Also das war sehr interessant. Ach, und hier sind die Wasserflaschen, das ist sehr lustig. Ja. Da sehe ich schon Wasserflaschen. Ja. Und gibt sie dann auf dem Schiff oder was? Ja, schon, ist geplant, ne? Genau. Ah, dann weiß gleich, wer welche Wasserflasche hat. Und dann, richtig. Und dann wird einfach nur nachgefüllt. Cool. Anna, ich danke dir. Gerne. Vielen herzlichen Dank für die ganze Info. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für viele unserer Kunden echt eine interessante Geschichte ist. Ja, mit diesen auch ganzen, echt mit diesen ganzen Sachen, die tatsächlich in erster Linie echt für einen Charterkunden irgendwie optimiert wurden. So fühlt sich das für mich zumindest an. Ja. Und was es für Segeleigenschaften hat, ist zumindest anders als beim Katamaran, das ist ganz klar. Und da bin ich mal gespannt auf die ersten Feedbacks auch von den Leuten. Ja, und ich denke, es ist für jeden, sag ich mal, was dabei. Also es ist jetzt nicht nur für Familien, sondern auch eben für große Gruppen, ja. Ja, Männer segeln oder echt was auch cool. Immer. Es ist sehr vielfältig, ja. Geil. Dank dir. Ja, dann gerne. Wünsche ich dir noch einen schönen letzten Messetag. Ja, ich dir auch. Danke, ciao. Ciao. Tja, wenn das jetzt mal kein interessantes Schiff war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool, dass man hier mal wieder was wirklich Neues versucht hat. Was wirklich Neues, weil bisher war es ja so, dass sich die Schiffe schon so ein bisschen immer geändert haben. Man hat ein paar Neuerungen versucht, aber das ist jetzt tatsächlich ein komplett neues Konzept. Es wird sich zeigen, inwiefern das aufgeht oder nicht, aber ich weiß von vielen Kunden jetzt schon, dass sie total verliebt sind in das Schiff. Es gibt allerdings auch viele andere, die sagen, um Gottes Willen, so ein Schiff, das kann ja gar nicht richtig segeln, das möchte ich auf keinen Fall chartern. Aber ich persönlich wäre jetzt tatsächlich mal gespannt auf die ersten Tests. Ich habe nämlich auch mal mit einem Yachtredakteur gesprochen, der tatsächlich schon auf dem Schiff war und der ist begeistert gewesen. Also der war wirklich begeistert. Offensichtlich hat das Schiff auch ganz gute Segeleigenschaften. Wahrscheinlich jetzt nicht so wie das ein oder andere Schiff, was man bisher in der Charter sich chartern konnte. Also wenn es ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, ein Schiff in Monohull, dann schlägt er natürlich die Sunloft 47 locker. Allerdings der Komfort, den man eben hier bei der Sunloft 47 hat, den sucht man wahrscheinlich vergebens bei den anderen Monohulls. Und was ich persönlich sehr cool fand, ist tatsächlich diese Geschichte, dass man hier auch so ein paar Umweltaspekte mit aufgenommen hat, dass man zum Beispiel diese Geschichte mit dem Wasser, dass man hier aus dem Wasserhahn Trinkwasser einfach bekommen kann und dann eben diese ganze Schlepperei mit dem anderen, also ja, mit diesen normalen Süßwasserflaschen eben dann wegfällt. Also eine coole Geschichte, finde ich. Definitiv etwas, was zukünftig auch immer mehr der Fall sein wird, dass das der ein oder andere mit übernimmt. Ich weiß auch, dass das schon bei der ein oder anderen Werft mit aufgenommen wurde, zumindest so ein ähnliches Konzept. Ja, also ich bin gespannt, wenn euch das Schiff interessiert, ihr könnt es logischerweise auch über uns buchen, fragt uns einfach an, ruft bei uns an, schreibt uns eine E-Mail, wir sagen euch dann, wo es das Schiff gibt, wo ihr es chartern könnt. Allerdings weiß ich auch schon, dass es für die Saison schon ganz gut gebucht ist. So viele davon sind jetzt eben auch noch nicht in der Charter. Und was auch ganz interessant ist, das Schiff gibt es auch tatsächlich nur in der Charter. Das heißt, man kann dieses Schiff als Eigner gar nicht kaufen. Es ist wirklich in erster Linie für die Charter gemacht worden. Tja, dann danke ich euch sehr fürs Zusehen. Schön, dass ihr, wie gesagt, wieder zugeschaltet habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.